So, wir rechnen jetzt 3 mal 60 und ich will dir mehrere Wege zeigen, wie man das rechnen kann und hoffentlich auch einen zeigen, der relativ leicht ist, vor allem wenn wir mit Zahlen multiplizieren, die so ein Zehner einfach drin haben, 60, 70, 80 und so weiter. Genau, lass uns einfach mal schauen. Also ein Weg, wie wir mal nehmen können, ist 3 mal 60. Also ich kann sagen, ich nehme 60 dreimal und addiere das einfach. Also 3 mal 60, 60 plus 60 plus 60. Ja, und 60 plus 60 ist 120, plus 60 ist 180 und so käme ich auch zu meinem Ergebnis. Ich könnte natürlich auch 60 mal die 3 addieren, also 3 plus 3 plus 3, das Ganze 60 Mal, aber da werden wir heute nicht fertig. Das würde auch 180 ergeben natürlich. So, und jetzt gibt es aber noch einen leichteren Weg, das zu rechnen. Und wenn du 3 mal 60 nicht im Kopf rechnen kannst oder vor allem, wenn es größere Zahlen werden, dann kannst du dir auch überlegen, wie du das eventuell ein bisschen zerlegen kannst. Also dieses 60 hier ist ja eigentlich nichts anderes als 6 mal 10. Also 3, ups, nochmal zurück. Das wollte ich eigentlich in gelb. 3 mal 6 mal 10. So, und 3 mal 6, können wir ganz einfach rechnen. 3 mal 6, das kannst du auch aus dem 1 mal 1 direkt aus der Hüfte. Das geht ganz leicht. 3 mal 6 ist 18. Ja, und 18 mal 10 ist auch ganz einfach. 18 mal 10 ist dann 180. Was du hier machen kannst, ist im Endeffekt einfach nur der 18 die 0 hinzufügen. Also einfach nur eine zusätzliche Stelle und dann hast du es schon. Jetzt machen wir das jetzt nochmal mit einer anderen Aufgabe. Also ich scroll mal ein bisschen. So. Also rechnen wir mal 50 mal 7. So, und auch hier könnte ich jetzt wieder hinschreiben, also 7 mal 50, 50 mal 7 mal eine 50 addieren, also 50 plus 50 plus 50 plus 50 ist 4 mal plus 50, 5 mal plus 50, 6 mal plus 50, 7 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. Und was ist das für ein Ergebnis? Also 50 plus 50 ist 100, plus 50 ist 150, 200, 250, 300, 350. Also 50 mal 7 ist 350. So können wir das rechnen. Und wir könnten jetzt auch, wie gesagt, die 57 mal addieren, da geht uns nur leider der Platz aus und die Zeit wahrscheinlich auch. So, und jetzt nochmal auf die Methode zurückgekommen, die wir gerade eben besprochen hatten. Also die 50 kann ich ja auch zerlegen und sagen, dass eine 50 ist das gleiche wie 10 mal 5 und mal 7. So, und jetzt kann ich ganz einfach rechnen, 5 mal 7. So, 5 mal 7. Ja, und 5 mal 7 kennst du auch aus dem 1 mal 1, ist 35. Und diese 10 muss ich noch dazu rechnen. Ja, und ich muss jetzt eigentlich nur noch, wenn ich, egal was ich mal 10 nehme, ist eben dieser Wert plus eine 0 hinzugefügt am Ende. Also ich kann hier einfach als Ergebnis schreiben, das ist 350. Und die 0 ziehe ich hier einfach runter. Ja. Also 35 und die 0. Das ist eigentlich der einfachste Weg. Wenn du irgendwo Zahlen hast, die mit einer 0 enden, dann kannst du die zerlegen, die 10 rausnehmen, dann das Mal nehmen, durchführen, was hoffentlich ein bisschen leichter geht und dir diese längeren Rechnungen erspart. Und dann nimmst du später einfach noch die 0 dazu und dann kommt hier 100, 350 raus und das stimmt auch mit unserem Ergebnis überein.